So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder ein Unboxing. Und ja, es ist ein Wunschvideo. Warum? Ich habe ja ein Video gemacht über Magitta. Wichtig beim Kaufen. Da wurde mir Kommentare geschrieben, ob ich doch das Magitta Schlagbohrer mal unboxen kann. Habe ich mir jetzt ziemlich neu gegönnt. Ihr seht selber, ist der Magitta DHP485RTY. Ja, die Buchstaben haben nichts anderes zu sagen, dass es eben in eine Stapelkiste ist, ein Ladegerät bei ist, zwei Akkus. Es gibt die Buchstaben in ganz verschiedene Varianten. Ihr wisst es selber. Also die Buchstaben haben nicht sehr viel auszusagen. Und ja, das ist das 485er Modell. Jetzt kommt der ein oder andere Fachmann und sagt, das 82 oder 83er, ich weiß es nicht genau, hat noch einen anderen Motor, ist dadurch ein bisschen besser. Ich weiß es nicht und ja, ich bin Privatmann, ich habe keine Firma oder sonst was. Privat nutze ich das Teil, mehr nicht und dafür ist es gut. So, warum habe ich mir das erstmal gegönnt? Ganz ehrlich, weil ich mehrere Produkte jetzt neuerdings von Magitta habe und ich möchte ein Akkusystem zu Hause haben, wo ich nicht fünf verschiedene Ladegeräte habe und alles verschiedene Akkus. Magitta, ihr wisst, alle Magitta-Geräte funktionieren wunderbar damit. Auch Fremdprodukte benutzen diese Akkuaufnahme. Das ist das Gute. Es gibt ein paar Produkte, die man kaufen kann, dann steht immer bei, mit Magitta oder eben mit dieses oder mit dieses Akkusystem. Deswegen will ich alles umstellen auf Magitta. So, und der ein oder andere sieht es ja vielleicht in den Bauhäusern, Elektromärkte, überall stehen diese Kisten. Aber eben für 199 Euro ist kein Problem, 189, 199, 209 Euro. Es kommt drauf an, in welchem Bauhaus, in welchem Elektromarkt oder sonst wo stehen diese Kisten rum. Aber allerdings mit 5 Ampere, also mit 3 Ampere stehen die überall für diese Summe. Für 189, 199, 209. Baumärkte, Elektromärkte, überall stehen die mit 3 Ampere. Hier ist 5 Ampere für das gleiche Geld. Wo ich mir den bestellt habe, verlinke ich euch unter dem Video. Sicher, bequem und günstig. Kam 209 Euro mit 2 Akkus 5 Ampere. Der ein oder andere weiß es, die 5 Ampere Akkus, die sind teurer. So, das dazu. Und jetzt fange ich erstmal an, das Ding aufzumachen. Und das sind die Stapelkisten. Nicht nur hier aufmachen, dann geht es auf. Wenn die hinten zu ist, dann natürlich nicht. Kann man stapeln. Was bekommt ihr dann? Ihr seht es selber. Ihr bekommt... Ja, ist keine Liste, ist eine Art Mini-Poster von Magitta-Geräten, wo eben überall die ganzen Akkus draufpassen. Alles von Magitta. Von Staubsauger, Rasenmäher, Schrauber, Elektro, Hochdruckgeräte und. Die passen überall drauf. Ihr seht es selber, 270 Stück. Dann haben wir Gebrauchsanleitung in verschiedene Sprachen. Inhaltsverzeichnis und kleines Tütchen, weiß ich immer noch nicht wohin. So, und dann haben wir diese Akkus. Das sind sie. 5 Ampere. 3 Ampere ist eigentlich auch für ein Privathaus absolut ausreichend. Ihr seht es selber, es sind praktisch die gleichen. 3 Ampere, 5 Ampere. Dieses gleiche System gibt es, wie gesagt, für 189, 199, 209 mit 3 Ampere. Dieses, was ich mir besorgt habe, hat 5 Ampere, weil ich es besser finde. Ich bin fauler Hund. Ich lade die einmal auf. Eins, benutze sie, kommen sie in die Ecke. 2 Tage später, ach, ich will ja meinen Rasen trimmen oder meine Hecke ein bisschen schneiden oder das, benutzen, mach das Akku ab, mach es da dran. Es funktioniert noch. Ihr wisst, 5 Ampere brauche ich den einen oder anderen nicht zu sagen. Wie gesagt, hat 2 dabei. Ladegerät. Kommen wir gleich. Ich bin das Ladegerät. So, jetzt der ein oder andere wird wahrscheinlich
merkwürdig gucken. Ihr packt das Akku rein, steckt es rein, fangt an zu laden. Es passiert nichts. Es bleibt auf Rot. Nach 3 bis 5 Minuten seid ihr ungeduldig. Ah, da stimmt doch was nicht, ist es kaputt. Und zieht es wieder raus, macht es noch einmal. Nein, lasst es. Bitte lasst es drinnen. Warum? Ganz einfach. Die Akkus sind alle neu. Das heißt, sie sind nur nicht benutzt. Sie wurden zusammengebaut, einmal getestet, Spannung hin und her. Dann sind sie neu. Um in diese Schnellladestation immer aktiviert werden können, steckt man rein. Beim ersten Mal bleiben die, können bis zu 10 Minuten hier vorne rot anzeigen. Das bedeutet, sie werden erstmal aufgewärmt. Wenn die sofort geladen werden sollten, können Akkus kaputt gehen. Also, keine Angst, es kann bis zu 10 Minuten rot blinken. Und dann springt es um auf grün, dann fangen die Akkus an zu laden. Das dazu machen viele, die Fehler sind nach 3-5 Minuten, oh, ist kaputt oder sonst irgendwas. Nein, lasst es 10 Minuten dran, lasst es seine Arbeit tun, irgendwann blinkt es grün. Wenn es dann natürlich noch länger dauert, dann würde ich mal irgendwo nachfragen. So, das dazu, weil viele machen den Fehler. So, und jetzt kommen wir natürlich zu den Akku-Schlagbohrer. Ihr seht es, Hammer, Bohren, also Schrauben, Bohren. Man kann alles einstellen, wunderbar. Erste Stufe, zweite Stufe. Design, ihr seht es selber, ist etwas anderes wie die älteren, hat ziemlich viel, ich sag mal so Hartgummi, ihr seht es selber, kann also stoßfest. Klein, handlich. Diesen schraub ich ab. Der stört absolut, weil das ist was für Profis, die damit sehr viel arbeiten, an den Gürtelschnaller oder sonst wo drin. Den kommt bei mir ab, die Schraube, weil ihr könnt es ja Rechtshändler, Linkshändler, wo ihr das umändern. Ich mache es definitiv ab. So, dann, ihr seht selber, ist hier unten eine LED-Leuchte. Die ist ziemlich hell. Passt auf. Seht ihr? Ihr macht aus, sie bleibt noch an. Sie läuft, glaube ich, 30 Sekunden nach. So ungefähr. Könnt ihr mal abwarten, aber ihr seht selber, das Design ist wieder aus. Und ich lasse jetzt mal auf Stufe 1 bohren oder schrauben, weil es sind 2 Ringe, die ihr drehen könnt. Auf 1 lassen, hier ist der Pfeil. Ihr seht, er bleibt auch sofort stehen, wie es sein soll. Es gibt natürlich auch Produkte, die nachlaufen. Ist natürlich blöde, aber hier, ihr seht es selber, sofort Stillstand. Guter Stand ist klar, weil der Akku eine gewisse Breite und Größe hat. Das dazu. Also wie gesagt, wenn ihr euch Akku, Bohr, Schrauber gönnen wollt, habe ich im letzten Video erklärt, und ihr habt andere, noch viele Produkte, wo ihr dasselbe Akkusystem nützt. Ich wäre besser mit 5 Ampere, obwohl 3 reicht. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich möchte nicht immer zwischendurch immer laden. Ich lasse den mal da 2-3 Tage in der Ecke, dann fällt mir was anderes ein. Benutzt das Akku, es ist noch da. Bei 3 Ampere natürlich auch, aber 5 Ampere auf eine sichere Seite. Dann habt ihr bei den Akkus ja sowieso, ihr seht es selber, ist voll geladen. Alle 4 sind auf Rot. Aber nichtsdestotrotz, das war ein Wunschvideo über den Magitta Akku Bohr Schrauber. Erster Ring hier vorne. Na, bohren, schrauben, ganz normal bohren, schrauben, lasse ich den jetzt. Dann seht ihr selber 21 Stufen. Passt also wunderbar. Dann habt ihr hier noch 1 und 2. 21 auf 2. Dreht sich viel schneller und dann hört ihr das auch beim Bremsen. Das ist dann natürlich viel heftiger. LED-Leuchte geht nach 30 Sekunden aus. Haben wir jetzt gerade festgestellt. Diese Gürtelschnalle, die mache ich ab, die stört. Also, wie gesagt, dieses Produkt kriegt ihr genauso teuer und also billig, ganz wie ihr es sehen wollt. Im Moment mit 5 Ampere Akkus. 2 Stück für das gleiche Geld, selbe Geld wo, verlinke ich euch unter dem Video. Sicher, bequem und günstig.
günstig. Was ist günstig heutzutage? Für 209 Euro mit zwei Akkus. Passend. Ihr schreibt mir natürlich eure Meinung, eure Kommentare dazu. Ich finde es nicht schlecht, den Deal. Und wie gesagt, 3 Ampere für normale Haushalte reichen aus. Auch wenn ihr ein paar andere Geräte habt, reicht es wirklich aus. Aber ich wollte mir nur mal sicher gehen, habe mir 5 Ampere geholt. Das dazu. Jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Link wisst ihr, wo der ist. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.